Falls ihr in den 80er oder 90er Jahren aufgewachsen seid, dann habt ihr in den Nachrichten wahrscheinlich damals relativ häufig von diesem Gefährt hier gehört. Der Transrapid. Ein absolutes Wunderwerk deutscher Ingenieurskunst. Ein Zug, der nicht auf Schienen fährt, sondern über eine Trasse schwebt, mit Hilfe von Magneten. Diese revolutionäre Technik erlaubt es dem Transrapid, Geschwindigkeiten von über 500 Stundenkilometern zu erreichen. Eine Strecke von Berlin nach Hamburg beispielsweise wäre damit in etwa 60 Minuten zu schaffen gewesen. Zu so einer Transrapid-Strecke kam es allerdings nie. Das Projekt stand von Anfang an in der Kritik, war super teuer und dann ereignete sich 2006 auch noch ein folgenschwerer Unfall auf einer Transrapid-Teststrecke im Emsland, bei dem 23 Menschen ums Leben kamen. Einige Jahre später wurde das Projekt Transrapid endgültig eingestellt. Das Ende des Transrapids ist inzwischen ziemlich genau 10 Jahre her. Eine gute Gelegenheit also, mal die Frage in den Raum zu werfen: Was wurde eigentlich aus dieser revolutionären Technik? Warum konnte sie sich nie durchsetzen? Und was wurde eigentlich aus dem Transrapid selbst und der ersten und einzigen Strecke in Deutschland? So viel sei schon mal verraten. Es ist noch alles da. Es sieht nur inzwischen ein kleines bisschen anders aus. Ich befinde mich hier in Laaten, ein kleiner Ort im Emsland und der Ort, an dem vor 40 Jahren die erste und auch einzige Transrapid-Teststrecke Deutschlands gebaut wurde. Die Strecke war insgesamt knapp 32 Kilometer lang und verband die Orte Laaten und Dörpen etwas weiter nördlich. 1983 schwebte dann erstmals ein Transrapid über diese Trasse hier, zunächst ferngesteuert, später dann auch mit Personen an Bord. Die revolutionäre Technik damals kam von mehreren deutschen Unternehmen, unter anderem von Siemens und ThyssenKrupp. Das ganze System funktioniert, kurz erklärt, ungefähr so. Der Zug selbst hat Elektromagnete und auf der Trasse gibt es Reaktionsschienen, die beidseitig unter dem Fahrweg angebracht sind und das Fahrzeug in der Spur halten. Der Zug selbst hat keinen Antrieb, auch dieser befindet sich im Fahrweg. Ein Motor versorgt immer nur den Abschnitt mit Strom, auf dem sich gerade das Fahrzeug befindet. Der Motor entwickelt dann ein elektromagnetisches Wanderfeld, von dem der Zug mitgezogen wird. Diese Technik bringt gleich mehrere Vorteile mit sich. Zum einen ist der Transrapid ziemlich sicher. Es ist nicht so einfach möglich, dass zwei Magnetschwebebahnen gegeneinander stoßen. Das verhindern die Magnetfelder. Auch entgleisen kann so ein Zug eigentlich nicht, weil die Schiene praktisch umschlossen wird. Und er ist auch ziemlich energieeffizient, weil es einfach keine Rollwiderstände gibt. Es gibt kein Rad, was über eine Schiene rollt, sondern er schwebt ja einfach nur über diese Trasse. Das macht ihn am Ende auch leiser, was wiederum für die Fahrgäste, aber auch für die Anwohner sehr viel angenehmer ist. Ja, und dann wäre da halt noch die Geschwindigkeit. 1984 wurde erstmals hier auf dieser Strecke eine Geschwindigkeit von über 205 Stundenkilometern erreicht. Nur wenige Monate später waren es schon über 300. Die schnellste je gemessene Geschwindigkeit auf dieser Strecke waren satte 450 Stundenkilometer im Jahre 1993. Diesen Geschwindigkeitsrausch konnte man damals übrigens auch selbst miterleben. Denn diese Züge fuhren hier nicht einfach nur so hin und her, es waren auch Besucher erlaubt. Und mit der Zeit entwickelte sich der Transrapid zu einem echten Touristen-Hotspot. 1000 Besucher täglich fuhren mit der Bahn von Dörpen nach Laaten und wieder zurück. Eine Fahrt kostete damals 18 Euro. Ja, und das hier ist der Ort, an dem all das damals passierte. Das ist das ehemalige Besucherzentrum des Transrapids hier in Laaten. Schauen wir uns das doch mal etwas genauer an und wir sehen schon da hinten, da steht auch schon ein alter Vertrauter, nämlich ein Transrapid. So, hier sehen wir das gute Stück aus der Nähe. Das ist ein sogenannter Transrapid 07. Das weiß ich nicht einfach so, sondern das steht da auf einem kleinen Schild direkt davor. Dieser Transrapid ist bis 1999 im Einsatz gewesen, hat in dieser Zeit ungefähr 500.000 Kilometer gemacht. Und das ist auch der Zug, von dem ich eben gesprochen habe, nämlich der Zug, der den Geschwindigkeitsrekord von 450 Stundenkilometern erreicht hat. Hier unten kann man ganz gut erkennen, wie diese Transrapid-Technik funktioniert hat. Wir sehen da eine Schiene und dieser Zug umklammert quasi diese Schiene so ein bisschen und schwebt dann quasi mit Hilfe von Magneten über dieser Trasse. Und wenn ihr mich fragt, das sieht schon irgendwie ziemlich futuristisch aus, obwohl dieser Zug hier irgendwann in den 80er oder 90er Jahren entwickelt wurde. Ich finde, der sieht fast ein kleines bisschen moderner aus als so mancher Zug, den man so auf Schienen kennt. So sieht das gute Stück von hinten aus. Ja, und der steht jetzt hier einfach so rum,
seit Jahrzehnten und gammelt vor sich hin. Ja, wenn wir hier mal einen Blick durch die Gitterstäbe werfen, das ist das ehemalige Besucherzentrum. Da oben ist so eine kleine Treppe und da oben ist dann dieser Bahnsteig gewesen. Da ging man dann hoch und stieg in den Transrapid ein und dann ging es weiter auf die wilde Fahrt. Ja, ansonsten ist hier so ein kleines bisschen die Zeit stehen geblieben, ne? Diese Aschenbecher da vor den Eingängen, das ist auch so ein Relikt von vor 15 Jahren. Ich glaube, das wird man heutzutage auch gar nicht mehr so machen, oder? Bei so einer touristischen Attraktion die Raucher da vor die Tür stellen? Weiß ich nicht. Wäre doch wahrscheinlich Rauchverbot. Ja, aber daran erkennt man, wie lange das hier auch schon leer steht, ne? Und dass hier in der Zeit auch nichts mehr passiert ist. Hier sind überall noch so Hinweisschilder zu sehen. Hier ist zum Beispiel zu lesen, dass über 1 Million Testkilometer mit diesem Transrapid absolviert worden sind und er dann auch die Serienreife erlangt hat. Ja, nur ab da ging es dann halt nicht mehr weiter, ne? Wenn man um das ganze Gebäude rumgeht, dann findet man hier auch noch so einen alten Betriebshof. Und man sieht auch hier, da oben ist noch so ein alter Transrapid, der da oben steht. Ganz viele Werkstattwagen und alles. Wird alles seit Jahren nicht mehr benutzt und gepflegt. Wer nicht mit dem Transrapid mitfahren wollte, hatte hier im Emsland aber noch mehr Möglichkeiten, sich über dieses Gefährt und die Technik dahinter zu informieren. Zum Beispiel genau hier, im inzwischen völlig verlassenen Informationszentrum Dörpen. Ja, dieser Parkplatz dürfte früher ganz schön voll gewesen sein. Heute bin ich hier der einzige Besucher und ich werde wahrscheinlich auch für bekloppt gehalten, dass ich jetzt hier hochlaufe. Ja, aber das hier ist das einsame und verlassene ehemalige Informationszentrum. Ich gehe davon aus, dass da oben so eine Art Ausstellung gewesen ist und von dort aus konnte man dann auch wunderbar eben auf diese Transrapid-Strecke blicken und dann den schönen Zug beobachten, wie er da vorbeischießt. Ja, weitestgehend unspektakulär, interessante Architektur auf jeden Fall. Man kann sich noch ein bisschen vorstellen, wie das wohl gewesen ist, damals, als der Transrapid noch fuhr und als das noch ein absoluter Touristen-Hotspot war. Hier sind noch so alte Schautafeln zu sehen. Auf denen kann man die Geschichte des Transrapids nachlesen. Es beginnt alles 1922 mit der Erfindung durch Hermann Kemper. Tja, und diese Schautafel hier endet mit dem Jahre 1999. Und ja, dann 7 Jahre später wissen wir ja alle, was passiert ist. Der tragische Unfall und dann auch wenig später das Ende des Transrapids. Das steht allerdings hier nicht mehr drauf. Und ein weiterer spannender Ort in diesem Zusammenhang ist der sogenannte Besucherhügel. Das war so ein kleiner Aussichtspunkt, der offenbar extra aufgeschüttet wurde, damit man den Transrapid beobachten konnte. Ach herrje. Gucken wir mal, was davon übrig geblieben ist. Ja, so sieht die Treppe aus, die zum Besucherhügel führt. Ich glaube, das ist nicht mehr so richtig verkehrssicher und der TÜV war auch schon ein bisschen länger nicht mehr hier. Aber wir sind mal vorsichtig und laufen trotzdem mal hoch, mal gucken, was man da noch so entdecken kann. Mein Gott, muss man echt aufpassen, dass man sich hier nicht aufspießt. Ich weiß nicht, was da an diesen Metalldingern früher gewesen ist. Wahrscheinlich so Geländer, vermute ich mal. Tada, und hier sind wir auf dem ehemaligen Besucherhügel. Das war wahrscheinlich hier der Top-Aussichtspunkt. Hier auch diese ganzen Metalldinger auf dem Boden. Ich vermute, das war auch damals nicht so zugewachsen hier. Und man hatte einfach eine Top-Aussicht von hier auf den Transrapid. Weil die Strecke hier wirklich extrem nah dran ist. Da steht auch noch so ein Übrigbleibsel von damals. So eine Betonsäule. Rot-Weiß. Irgendjemand eine Idee, was das sein soll? Tja, keine Ahnung, was das gewesen ist, aber es stand damals und steht auch heute noch auf dem Besucherhügel. Was auf jeden Fall schön zu sehen ist, die Natur hat sich dieses Areal inzwischen zurückerobert. Hier wachsen überall so winzig kleine Bäumchen. Echt schön. Wenn es schon mit der Technik nicht funktioniert, dann wenigstens mit der Natur, wa? Gut, lassen wir die Natur in Ruhe und gehen mal wieder runter. Ah,
Vorsicht. Ein bisschen traurig ist das ja schon irgendwie alles, oder? Wenn man bedenkt, wie revolutionär diese Technik eigentlich war. Warum kam es denn überhaupt zum Ende des Transrapids? Und warum verrottet das hier alles? Nun, zum einen erschlossen sich vielen Leuten mit der Zeit die Vorteile des Transrapids nicht mehr. Denn neben dem Transrapid wurden ja mit der Zeit auch die normalen Züge immer besser. Die heutigen ICEs beispielsweise sind auch ziemlich leise und so gut gefedert, dass der Unterschied zum Transrapid nicht mehr sonderlich groß ist. Auch erreichen diese Züge inzwischen Geschwindigkeiten von um die 300 Stundenkilometer. Der Transrapid wäre zwar schneller, würde aber im Zweifel auch nur einen Zeitgewinn von einigen Minuten bringen. Und auch beim Energieverbrauch waren sich Experten und Kritiker am Ende nicht mehr so richtig einig, ob man hier tatsächlich so viel eingespart hätte, wie damals noch in den 70er Jahren, als das Projekt Transrapid groß angepriesen wurde. Auch die Infrastruktur spielte eine Rolle, denn schließlich kann ein Transrapid nicht einfach so auf bereits vorhandenen Bahngleisen durch die Gegend fahren. Es mussten dafür in ganz Deutschland ganz neue Trassen gebaut werden und das ist nun mal unfassbar teuer. Naja, und dann gab es da noch diesen Schicksalsschlag, der dem Projekt endgültig den Boden unter den Füßen wegriss. Am 22. September 2006 ereignete sich genau hier an dieser Stelle ein folgenschwerer Unfall. Morgens um 9.53 Uhr fuhr ein Transrapid mit 31 Passagieren an Bord mit 162 km/h in einen Werkstattwagen. Der vordere Teil des Zuges wurde komplett zerstört, 23 Menschen starben. Das hier ist die Gedenkstätte für die Opfer des Transrapid-Unglücks, direkt an der Trasse hier in Lahten. Ich gehe davon aus, dass man hier 23 Bäume gepflanzt hat, die man hier alle sieht. Da hinten ist so ein Denkmal errichtet worden. Ich weiß nicht genau, was das hier ist, aber ich vermute, dass das mal irgendwie so ein Bilderrahmen oder sowas gewesen ist, was auch immer da drin gewesen ist. Es ist auf jeden Fall nicht mehr zu erkennen. Und auch sonst erinnert hier nichts so richtig daran, dass sich hier ein wahnsinnig schweres Unglück ereignet hat. Der Werkstattwagen hätte zu dieser Zeit gar nicht auf der Strecke sein dürfen. Der Unfall geht also letztendlich auf menschliches Versagen zurück, nicht auf die Technik des Transrapids. Aber der Verkehr auf dieser Strecke hier kam danach nie wieder richtig ins Rollen. Zwar wurde hier noch einige Jahre der Transrapid mit der Modellnummer 09 getestet, jedoch ohne Besucherfahrten. Und 2011 wurde die Strecke dann endgültig stillgelegt. Andere Transrapid-Projekte waren zu diesem Zeitpunkt längst Geschichte. Beispielsweise auch die schon erwähnte Strecke Berlin-Hamburg. Auch im Ruhrgebiet sollte ursprünglich mal ein Transrapid fahren. 2003 wurde das Projekt endgültig eingestellt. Und in München sollte ein Transrapid zwischen dem Hauptbahnhof und dem Flughafen verkehren. 2008 verabschiedete man sich auch von dieser Idee. Heute fährt der Transrapid nur noch an einem einzigen Ort, und zwar nicht in Deutschland, sondern in China. Auf einer 30 Kilometer langen Strecke verkehrt die Magnetschwebebahn seit 2002 zwischen einem Messezentrum und dem Flughafen Pudong. Mehr als eine Teststrecke ist diese Verbindung jedoch auch nicht. Und diese Transrapid-Trasse hier im Emsland, die hier so vor sich hinrottet, die sollte eigentlich schon 2012 abgerissen werden, ist bis heute aber nicht passiert. Und niemand weiß so richtig, wie es hier eigentlich weitergeht. Was ich mich wirklich frage ist, was macht dieser Werkstattwagen da eigentlich noch auf der Strecke? Und heute Morgen, als ich hier war, war da tatsächlich auch noch jemand drin und ist damit durch die Gegend gefahren. Da unten sieht man so eine Leiter, darüber kommt man wohl da rein, offenbar. Also, wenn das ganze Ding stillgelegt ist, was machen die da drin? Das heißt ja offenbar, dass das Ding noch irgendwie gewartet wird oder so. Interessant, oder? Das aktuellste Gerücht, möglicherweise könnte diese Strecke früher oder später als Teststrecke für den Hyperloop fungieren. Eine Magnetschwebetechnik, die 2013 von Elon Musk vorgestellt wurde. Dabei sausen Transportkapseln durch eine nahezu luftleere Röhre und sollen dabei eine Geschwindigkeit von bis zu 1200 Stundenkilometern erreichen. Das klingt alles ganz schön abgefahren, aber auch wie ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Magnetschwebetechnik. Denn mal ganz ehrlich, Eisenbahn mit Rädern auf Schienen? Soll das wirklich unsere Zukunft sein? So.
So, das war mein kleiner Ausflug ins Emsland, auf den Spuren des Transrapids. Wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gerade gesehen habt, dann empfehle ich euch dringend, einmal den Daumen nach oben zu betätigen. Ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren und die Glocke drücken, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Und wenn ihr mich ein bisschen bei meiner Arbeit unterstützen wollt, denn all das kostet hier natürlich Geld, dann könnt ihr das bei Patreon tun. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Ich sag tschüss und bis zur nächsten Reise.